Hey liebe Buddies, ich melde mich einmal heute allein von vor der Kamera, weil ich, wie versprochen, euch noch einmal die Übung abfilmen möchte, die wir am Samstag in dem Warm-up für unsere Live-Class mit drin hatten. Es sind 6 Übungen, die wir 10 Wiederholungen ausfüllen. Es geht um unsere komplette Schulter. Ich hatte am Samstag schon erwähnt, das ist eine Übungsabfolge, die man eigentlich täglich in sein Warm-up oder in seine Cooldown-Routine mit einbauen sollte oder wenn man Rest-Day hat, auch am Rest-Day durchführen kann. Ich mache die Übung jetzt mittlerweile seit 2 Wochen jeden Tag und ich merke, dass es meiner Schulter halt sehr, sehr gut tut, weil wir dadurch gerade die hintere Schultermuskulatur stärken, die wir halt beim CrossFit leider immer ein bisschen vernachlässigen. Ich starte mit der ersten Übung, ich erkläre die immer und dann führe ich die Übung einmal durch. Wir starten damit in Bauchlage. Wer mag, kann sich auch ein Handtuch oder eine Airmat, irgendwas mit deinem Kopf legen, dass die Halswirbelsäule gerade verläuft. Ansonsten lege ich mich ganz entspannt ab, strecke die Arme nach vorne ab, ziehe die Hände aus dem breiten V an den Latran und stelle die Hände auf, als wenn ich hier aus der Push-Up-Position hochkommen möchte. Kinn zur Brust. Übung Nummer 1. Außenbreiten V, die Hände neben die Brust ziehen und aufstellen, dass wir die Ellbogen über dem Handgelenk haben. Übung Nummer 2. Dafür bringen wir die Hände in die Position, wo eben unsere Übung geendet hat und wir ziehen zeitgleich die Handflächen nach oben. Vorne sieht das Ganze so aus. Kinn wieder zur Brust. Für 10 Wiederholungen. Ja, kurz abheben, Spannung zwischen die Schulterblätter bringen. Übung Nummer 3. Dafür bringe ich die Hände, die Finger gekreuzt, auf dem unteren Rücken zusammen, lege mich wieder entspannt ab und versuche jetzt die Ellbogen zeitgleich so hoch wie möglich zu ziehen. Für 10 Wiederholungen. Prima. 10 Wiederholungen, Übung Nummer 3. Bei der 4. Übung bleiben wir wieder auf dem Bauch liegen, strecken die Arme diesmal nach unten ab ins breite V und versuchen gleich zeitgleich die Arme im breiten V anzuheben. Super. Für Übung Nummer 5 verwinkel ich die Hände hinterm Kopf und versuche diese Bewegung in der liegenden Position durchzuführen. Ähnlich wie wir es eben auf dem unteren Rücken hatten, jetzt hinterm Kopf. Erneut für 10 Wiederholungen. Super. Unsere letzte Übung, dafür bleiben wir wieder liegen, bringen die Hände ins breite V, wir drehen die Daumen nach außen und versuchen aus der Position zeitgleich die Arme anzuheben. Erneut für 10 Wiederholungen. Prima. Ich hoffe, ihr könnt mit den Übungen und mit meinen Erklärungen was anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß. Versucht es, wie gesagt, täglich in euer Programm einzubauen. Und bleibt gesund. Liebe Grüße. Wenn es Rückfragen gibt, schreibt uns einfach.